Miriam, du kannst mir vertrauen. Ich werde in diesem Bett liegen bleiben und mich schonen. Egal, welche verrückten Geschichten du mir vom Fürstenhof erzählst. Außer, du bist in Gefahr. Zieh dir erstmal die nassen Sachen aus. Geh ins Bad, nimm eine heiße Dusche. Und die besorgt in der Zwischenzeit frische Klamotten, ha? Wie schaffen Sie das bloß? Ich habe einen guten Lehrer. Was soll das? Ja, bist du verrückt geworden? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Schrei mich nicht so an. Glaubst du, ich lass mich von dir verführen? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Warum stehst du sonst halbnackt in meiner Wohnung? Klar willst du mich verführen. Für wen hältst du mich? Für eine Frau, die nicht wahrhaben will, dass ich sie nicht liebe. Du bist nicht der Nabel der Welt, Gregor. Ich kenne diesen Wahn. Und nochmal mache ich das nicht mit. Was denn für ein Wahn? Was machst du denn da? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Dann gib mir freiwillig. Wen? Den Schlüssel, den du hast nachmachen lassen. Oder wie bist du hier reingekommen? Ha? Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt. Nein, danke, Frau Marquardt. Gut, dann werde ich die beiden Herren mal alleine lassen. Von wegen, du weißt, wie man mit Frauen umzugehen hat. Simon, es ist nicht das, was du denkst. Du bist scharf auf Fiona, deswegen hast du sie nicht rausgeschmissen. Ach Unsinn, ich will doch nichts von ihr. Sie hat sich an mich rangemacht. Hast du dich mal gefragt, warum? Wieso, warum? Warum sie sich ausgerechnet jetzt an dich ranmacht. Genau jetzt, wo sie mit Viktoria Tarasch im Clinch liegt. Doch nicht, weil du so unwiderstehlich bist. Weil du hier der Boss bist, sie will sich absichern. Absichern? Wovor? Na, das wird mein schlauer Neffe mir sicher erklären können. Vor einem Rausschmiss? Du kennst meine Ansage. Beim nächsten Fehler, egal von wem, fliegen beide. Auch dann, wenn sie deine Geliebte ist. Sie nutzt dich aus. Sie kann überhaupt nicht anders. Sie nutzt jeden Mann aus. Du brauchst doch nur alten Zeiten nach. Ach, das ist doch Blödsinn! Du bist eifersüchtig. Nicht mal geschenkt würde ich sie nehmen. Ich kann dich nur warnen. Du wärst nicht ihr erstes Opfer. Danke. Ich kann meine Angelegenheiten aber selber regeln. Und jetzt muss ich dich bitten zu gehen. Mach nicht den Fehler, Fiona zu unterschätzen. Simon, raus mit dir, bitte! Was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich hab... Du hast immer noch die nassen Klamotten an. Warte mal, das ist vielleicht nicht deine Größe, aber zumindest sind sie trocken. Hier. Ja. Ich muss los. Warte, das regnet noch. Was war das denn? Warum hast du mir denn nichts gesagt? Wenigstens eine Andeutung hättest du machen können. Was für eine Andeutung? Ja, dass er mir dir gefällt. Und du ihr offenbar auch. Du glaubst, da läuft was zwischen uns? Ja, warum würde sie sonst hier halbnackt in der Wohnung stehen? Gregor, wir haben einen Ausflug gemacht. Aha, so nennt man das jetzt. Ja, so nennt man das. Ich habe versucht, sie auf andere Gedanken zu bringen. Du selbst hast mir gesagt, dass es ihr schlecht geht seit eurer Trennung. Und dann macht ihr einen Ausflug hier in die Wohnung. Wir waren draußen, es hat geregnet in Strömen. Wir sind beide pitschnass geworden. Ich habe sie auf eine heiße Dusche eingeladen und habe ihr trockene Klamotten besorgt. Und? Deshalb stand sie hier nackt rum. Ja, weswegen denn sonst? Hast du gedacht, sie wäre deinetwegen hier? Musik.
Schlamperei will ich nicht mehr sehen, ja? Das nächste Mal achten Sie darauf, dass das Besteck richtig liegt. Na, Frau Marquardt. Hätten Sie einen Moment? Natürlich, für Sie doch immer. Bitte. Sie haben mich in eine sehr unangenehme Situation gebracht. Meinem Neffen gegenüber. Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Normalerweise hätte ich mich nie dazu hinreißen lassen, aber ich konnte ihn nicht widerstehen. Frau Marquardt, ich bin Ihr Chef. Ich weiß, aber Sie haben es doch auch gespürt. Diese Anziehung zwischen uns. Ich vermische grundsätzlich Privates, nicht mit Beruflichem. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wir zwei sind eine Ausnahme. Wir sind doch aus demselben Holz geschnitzt. Wir wollen alles oder gar nichts. Werner, begreif doch, wir beide, wir sind aus einem Holz geschnitzt. Nein, das sind wir nicht. Stell dir vor, was wir erreichen können. Wir können die Welt verändern. Herr Seifert? Sie haben mich, Frau Marquardt. Wir sind nicht aus demselben Holz geschnitzt. Sind Sie sich sicher? Und maßen Sie sich bitte nicht an, meine Wünsche zu kennen. Ich hab doch gesagt, ich mache das. Das strengt mich nicht an. Robert, du hast es mir versprochen. Schon gut. Ich streite mich lieber nicht mit dir. Das Risiko, dass du mich hier lässt, ist mir zu hoch. Ich freue mich, wieder nach Hause zu kommen. Und dich jeden Tag um mich zu haben. Ich freue mich auch. Herr Seifert, ich möchte mich von Ihnen verabschieden und Ihnen noch ein paar mahnende Worte mit auf den Weg geben. Ja, ich weiß. Ich soll mich schonen, den Diätplan einhalten und Mittagsschlaf nicht vergessen. Ganz genau. Dass Sie in Ihrer heimischen Umgebung schneller genesen werden, das leuchtet mir schon ein. Aber nur, wenn Sie sich an meine Anordnungen halten. Ja? Sie können mir völlig vertrauen, Herr Doktor. Ich passe auf ihn auf. Gut. Und der ist dazu da, um benutzt zu werden. Also bitte keine falsche Scham. Wenn es sein muss. Auf zu neuen Ufern. Ja. Danke, Dr. Sauer. Auch. Danke, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, alles Gute. Also wirklich, du kannst doch nicht denken, dass er Mia dich verführen will. Die Ohrfeige hast du dir wirklich verdient. Ich weiß. Du glaubst auch, nur weil du Arzt bist, rennen die alle Frauen nach. Ach komm, so ein Blödsinn. Gregor, Samia würde niemals auf so eine plumpe Idee kommen. Das weiß ich selber, aber als sie nur mit diesem Handtuch bekleidet vor mir stand, da hat's bei mir ausgesetzt. Da kam ich mir vor wie damals bei Helen. Helen, deine Schwägerin? Ja, die hat mal so eine Nummer abgezogen. Soweit ich mich erinnere, war Helen psychisch schwer krank. Allerdings. Ja, und mit so jemandem kannst du Samia doch nicht vergleichen. Das weiß ich doch selber. Es geht doch nur um dieses Bild. Samia stand halbnackt vor mir und sofort war die Erinnerung an den ganzen Horror mit Helen wieder da. Ja, aber so wie du dich verhalten hast, hätte Samia richtig getroffen. Ich bin mal gespannt, wie du das wieder ausbügeln willst. Wenigstens die letzten Meter hättest du mich zu Fuß gehen lassen können. Nein. Und diese Diskussion hatten wir jetzt schon dreimal, seitdem wir aus dem Krankenhaus raus sind. Schwester Bertha ist wirklich nichts gegen dich. Warte mal ganz kurz. Diesen Anblick habe ich vermisst. Hallo, Herr Seifert. Hallo, Max. Wieder zu Hause? Ja, endlich. Danke. Hallo, Robert. Wieso hat mir denn keiner gesagt, dass du... Du sitzt im Rollstuhl? Ja. Das habe ich gemeint. Sag mal, du bist aber auch... Unvernunft in Person. Er soll noch nicht laufen. Doch, natürlich soll ich laufen. Ich soll sogar spazieren gehen. Ja, aber alles in Maßen. Und für heute reicht es wirklich schon. Komm. Ich habe keine Freundin, ich habe einen Tyrannen. Ja, das ist auch gut so.
Einer muss ja auf dich aufpassen. Ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. So, und jetzt verfrachten wir dich wieder in dieses Ungetüm, nicht wahr, Miriam? Ja. Warum geht ihr zwar nicht einen Kaffee trinken und dann packe ich die Tasche aus? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir können gerne einen Kaffee trinken. Vater? Hm? Oder? Wir könnten doch gerne einen Kaffee trinken. Oder willst du das lieber mit der Dame, die gerade aus dem Büro kam? Nein, das ist unsere neue stellvertretende Geschäftsführerin. Ein Gewinn für den Fürstenhof. Nur für den Fürstenhof. Kaum zu Hause und schon wieder frech. Ich zieh dir die Ohren. So, komm. Was willst du? Kannst du mir noch eine geben? Treib's nicht zu weit. Ich warne dich. Wovor? Das weißt du doch genau. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Lass deine Spielchen mit meinem Onkel. Was denn für Spielchen? Jetzt hör mal zu, ich werde nicht zulassen, dass du hier Unfrieden stiftest. Ich? Ich bin die friedfertigste Person überhaupt. Ich bin geradezu harmoniesüchtig. Ja, klar. Deswegen versuchst du auch, Victoria zu mobben. Pass mal auf, damit mal eins zwischen uns klar ist, ja? Mein Privatleben geht dich nichts an. Dito, also lass Victoria in Ruhe. Wozu eigentlich dieses Theater, hm? Wir zwei können doch trotzdem Spaß haben. Muss doch keiner wissen. Sag mal, du kannst den Hals nicht vollkriegen, was? Du warst mal verrückt nach mir. Finger weg von meinem Onkel. Sonst sorge ich nämlich dafür, dass du hier verschwindest. Simon, dein Onkel frisst mir aus der Hand. Ich brauche nur so zu machen. Dann bist du hier raus. Mhm. Damit dich niemand mehr bei deinen taktischen Manövern stört, weißt? Wenn du klug bist, lässt du es nicht drauf ankommen. Gesund als zu Hause. Und diesem Argument konnte sich selbst Dr. Sauer nicht widersetzen. Wie du siehst. Und hier? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Hier ist alles beim Alten. Ein Wasser für meinen Sohn und einen schwarzen Espresso für mich. Gerne. Außer, dass wir eine neue Geschäftsführerin haben. So ist es, eine stellvertretende. Bist du sicher, dass du einen guten Griff getan hast? Absolut. Sie hat sich erstaunlich schnell eingearbeitet, die Frau Marquardt. Ah, wenigstens nennst du sie nicht schon beim Vornamen. Wie bitte? Ich habe deinen Blick gesehen. Sie gefällt dir. Und? Darf sie das nicht? Sie passt perfekt in dein Beuteschema. Oh, weil ich bitte dich. Nur weil ich einer schönen Frau nachsehe, muss ich ja nicht gleich eine Affäre mit dir haben. Hast du? Was? Eine Affäre mit dir? Natürlich nicht, Robert. Was soll das? Soll ich etwa nur hässliche Menschen einstellen, damit du keine Gespenster siehst? Warum nicht? Ja, das wäre mal was Neues. Ja, danke sehr. Hab einfach ein ungutes Gefühl bei der Frau. Danke. Sie erinnert mich verdammt an Barbara. Verbrenn dir bloß nicht die Finger. Nur weil sie mit mir flirtet? Aha, also sie tut es doch. Robert, ich bin immerhin noch ein attraktiver Mann. Und sie ist ein Machtmensch. Sie kann sich durchsetzen, zum Glück, und das muss sie auch in ihrer Position. Und wie kommt Victoria mit dir klar? Also bis jetzt habe ich keine Klagen gehört. Und was mich anbelangt, mein lieber Sohn, ich schaue ihr lediglich gerne hinterher, weil sie eine schöne Frau ist. Und das darf ich doch wohl, oder?
Sie schon gesagt. Das sagen Sie mal, Herr Bürgermeister. Sie sind ja, glaube ich, mehr im Fürstenhof als im Gemeinderat, ne? Ja, Geschäftsessen ausmachen, wir sind im Restaurant, Platz für morgen. Ja, ich sage Ihnen, ich fix und fertig. Ist was passiert? Ja, meine Frau, als lieber gestorben ist, ist mir im Traum erschienen. Und wissen Sie, was gemacht hat? Was denn? Ausgelacht hat sie mich, weil sie geschwollen daherredet, hat sie gesagt. Und auf einmal hat sie Briefe in der Hand gehabt, den, wo sie geschrieben haben, dann hat sie dem Gemeinderat, also im Traum, im Gemeinderat vorgelesen. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Dann haben wir auch gelacht. So, und deswegen hat sie jetzt den Mut verlassen. Hm? Genau, so ein gestandenes Mannsbett, das lässt sich nicht so schnell einschüchtern, aber. Aber? Aber die Unsicherheit, die Ungewissheit. Wenn sie jetzt nicht antwortet, die schöne Unbekannte. Ja, aber das wird sie bestimmt. Na, ihm muss doch mein Pendant sein sollt. Pendant? Und wenn sie es genauso denkt, wie meine Frau und der Gemeinderat. Herr Bachmeier, Ihre Frau ist tot und der Gemeinderat hat nur im Traum gelacht. Ja, aber trotzdem halt. Vielleicht sollte ich doch sagen, wer ich wirklich bin. Ich meine, das darf ihr vielleicht auch imponieren. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie ein alter Esel, der zum zweiten Mal in die Pubertät kommt. Eine Nacht, dann haben wir es geschafft. Wirklich nett von Ihnen, dass Sie mir helfen. Ja, wenn ich schon hier bin, das mache ich doch gerne. So. Ich hab's auch. Die wievielte Version ist das jetzt? Das ist die dritte. Und somit die beste. Lass mal sehen. Liebe Unbekannte, ich habe mich sehr gefreut über das Interesse an meiner Person und möchte mich Ihnen hiermit vorstellen. Das ist doch immer noch so steif. Ich habe mich angepasst, er hat auch so geschrieben. Ich bin politisch und kulturell sehr interessiert. Ich schaue jeden Tag fern und ab und zu lese ich die Tageszeitung, ja. Außerdem bekleide ich eine verantwortungsvolle Position in einem renommierten Haus. Tanja, du kannst dich nicht zu einem Menschen machen, der du nicht bist. Ich arbeite in einem renommierten Haus. Außerdem ist es ein Prominenter, der interessiert sich doch niemals für ein Zimmermädchen. Ja, dann kannst du ihn eh gleich vergessen. Nein, kann sie nicht. Dann hätte sie nämlich schon mal einen Vater für ihr Baby. Ja, der von allem nichts weiß. Ach, Hauptsache, sie lernen sich erst mal kennen. Ja, damit er gleich merkt, dass sie gelogen hat. Außerdem sieht er, dass Tanja schwanger ist, so rund wie sie ist. Da ist der doch gleich weg. Hallo. Ich zieh was an, wo man es dann halt nicht sieht. Ein Zelt, oder was? Ach, mit Kind oder ohne. Von Tanja kann man nur begeistert sein, sind wir doch auch. Das lässt sich doch nicht vergleichen. Tanja ist das Beste, was einem Mann passieren kann. Gut aussehend, humorvoll und immer positiv. Das bestreite ich auch nicht. Ein bisschen Eigenwerbung schadet nicht. Tanja, du machst das schon ganz richtig. Tanja, ich finde, du solltest dich so geben, wie du bist. Alles andere bereust du irgendwann. Vera, ich finde, ihr zwei seid so toll. Ihr seid eine richtig gute Hilfe. Echt? Ich finde, am besten wäre, wenn ihr jetzt rausgeht, eine Runde spazieren geht, ich schreibe eine neue Version und ihr lasst mich einfach eine Runde allein. Hm? Liebe Unbekannte. Samia, willst du mir nicht erzählen, warum du geweint hast? Ist es immer noch wegen dem Bergmeister? Samia, ich bin schon überall gesucht. Raus! Ich muss mit ihr reden, ja? Sie aber nicht mit Ihnen. Es ist aber wichtig. Hören Sie schlecht, Sie sollen hier verschwinden. Verrückt. Raus hier! Ich muss ja ein Missverständnis aufklären. Hier gibt es keine Missverständnisse aufzuklären. Jetzt. Ah! Was soll das? Was das soll? Sie können hier 10-mal versuchen, die Tür einzuschlagen. An Samia kommen Sie nicht mehr ran. Haben Sie das verstanden? Und jetzt Abmarsch, verschwinden Sie! Danke. Ach, komm her, mein Schatz. Wenn du mir irgendwas sagen willst, es muss ja nicht jetzt sein. Aber du weißt, ich,
bin immer für dich da. Ich weiß. Ich will ihn vergessen. Ich muss ihn vergessen. Ich muss ihn vergessen. Komm her zu mir. Komm. Wer hat das Layout gemacht? Die Werbeagentur hat meinen Entwurf umgesetzt. Und den Text? Der ist auch von mir. Warum? Ja, es sind zu viele Worte. Die Leute wollen nicht lesen, die wollen sehen. Vor allem den Winter. Berge, Schneepisten, Landschaften. Sie müssen es ja wissen. Ich habe 3 Jahre einen Golfprofi gemanagt. Was meinen Sie, wer die Hotels ausgesucht hat? So fleißig, die Damen. Lassen Sie sich nicht stören, ich bin gleich wieder weg. Frau Clara, denken Sie an den Drucktermin morgen, ja? Natürlich ist alles bereits fertig. Leider. Leider? Frau Markwart ist mit dem Text nicht ganz einverstanden. Den ich abgenommen habe. Was stört Sie daran? Nichts. Im Gegenteil. Ich finde den Text wunderbar. Das hat sich gerade eben noch ganz anders angehört. Ja, ich denke, wir sollten nur ein paar mehr Fotos reinnehmen. Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte, nicht wahr? Wieso kommen Sie erst jetzt damit? Ich bin in dieses Projekt nicht einbezogen worden. Weil es nicht in Ihren Aufgabenbereich fällt. Der Drucktermin steht fest, den können wir eh nicht mehr verschieben. Jetzt ist es zu spät. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nicht wahr, Herr Seifert? Kennen Sie sich mit dem Layout-Programm aus, Frau Marquardt? Ja oder nein? Ja, natürlich kenne ich mich damit aus. Gut, dann machen Sie mir bis morgen einen neuen Entwurf. Wenn er mir gefällt, geht er in Druck. Bis morgen, das schaffe ich doch nie. Aber Frau Marquardt, ambitioniert wie Sie sind, dürfte das doch kein Problem sein. Sie haben doch den ganzen Abend. Und wenn der nicht reicht, auch noch die ganze Nacht. Wenn ich nicht aufpasse, steht Robert morgen wieder am Herd. Er hat sich so gefreut, endlich wieder hier zu sein. Was für ein Glück, dass er die OP ohne Komplikationen überstanden hat. Und wenn ich daran denke, was für Sorgen ich mir vor dem Eingriff gemacht habe. Jetzt können wir endlich unser Glück genießen. Und wenn es wirklich klappt, dass Maurice Fayet mein Parfum auf den Markt bringt, dann bin ich wunschlos glücklich. Tender Love ist unser Parfum. Robert und meins. Der Duft unserer Liebe. Es wird ein Erfolg, da bin ich sicher. So, jetzt muss ich die nur noch einscannen. Sie können mir nicht eben schnell mal den Scanner erklären? Hier, die Gebrauchsanweisung. Nur für den Scanner? Nein, für alles, was wir hier an Technik haben. Also... Mit Gebrauchsanweisungen tue ich mich immer sehr schwer. Sie haben ja Zeit. Der Abend hat gerade erst begonnen. Ja, ich muss ja für morgen auch noch die Texte überarbeiten. Sie haben keine Ahnung von dem Programm, was? Sie aber, oder? Frau Marquardt, Sie haben sich die Suppe selber eingebrockt. Schönen Abend noch. Frau Tarasch, können Sie nicht einmal unsere Diskrepanzen außen vor lassen? Ich meine... Es geht hier doch jetzt nicht um uns, sondern um den Fürstenhof. Ach so, und warum haben Sie dann versucht, gegen mich zu intrigieren? Ja, das war ein Fehler. Ich bin es halt immer gewohnt, alleine zu kämpfen. Aber ich habe jetzt erkannt, dass ich hier Teamplayer sein muss. Und das soll ich Ihnen glauben? Naja, es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, Sie ausboten zu wollen. Sie haben doch viel mehr Erfahrung als ich. Warum zweifeln Sie dann vor dem Chef die Qualität meiner Arbeit an? Als Profi sollte man ein bisschen Kritik vertragen können. Besonders, wenn sie berechtigt ist.
mit Ihrem Wissen und meinem Input. Glauben Sie mir, wir zwei, wir können aus der Werbung das Optimum rausholen. Na, endlich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hallo. War das schon alles? Wieso? Na, erst lässt du mich eine Ewigkeit warten und dann küsst du mich noch nicht mal richtig. Und wer hat dir heute Morgen diese Blumen da vorbeigebracht? Sag ich doch, ist eine Ewigkeit her. Besser? Mhm. Viel besser. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Zum Lesen, Saft, Obst, Schokolade. Diät-Schokolade. Woher wusstest du denn, dass das meine Lieblingssorte ist? Die schmeckt besser, als du denkst. Woher willst du das denn wissen, du Schokoladenverächter? Das habe ich mir sagen lassen. Außerdem weißt du ganz genau, dass du noch vorsichtig sein musst. Ja, ich weiß, aber es nervt. Hab du mal den ganzen Tag nichts zu tun. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich aufs Töpfe-Schrubben und Kartoffelschälen freue. Sei nicht so ungeduldig. Nimm mal ein Beispiel an Robert. Ja, im Krankenhaus ist es auch was anderes, aber da bin ich nicht mehr. Robert auch nicht. Und außerdem fühle ich mich eigentlich... Wie, Robert auch nicht? Er ist wieder zu Hause. Siehst du, das meine ich. Ich krieg überhaupt nichts mehr mit. Er ist heute entlassen worden. Dann muss ich ihn sofort besuchen. Lass ja, jetzt warte mal. Lass ihn erst mal ankommen. Außerdem muss er sich genauso schonen wie du. Mensch. Okay. Aber dann erzähl mir wenigstens, was sonst noch so passiert ist. Wo ist eigentlich Tanja? Tanja, keine Ahnung, unterwegs oder so. Erzähl jetzt. Was ist? Nichts. Es ist doch irgendwas, hm? Leni, egal, komm bitte, vergiss es. Ich will dich damit nicht belasten. Du mich belasten. Ich belaste dich seit Wochen. Also erzähl schon. Die Abstände stimmen noch nicht. Das haben wir gleich. Oh, machen Sie jetzt bloß nicht wieder alles kaputt. Voilà. Wie haben Sie denn das geschafft? Indem ich die Schrift verkleinert und die Abstände vergrößert habe. Aha. Sie kennen sich wirklich super gut aus mit diesem Layout-Programm. Ich arbeite auch schon lange genug damit. So, Schluss für heute. Den Rest machen wir morgen. Ich muss ins Bett. Aber das muss doch morgen in die Druckerei. Wollen wir es nicht lieber noch mal ausdrucken und dann Korrektur lesen? Bitte nicht jetzt. Ich kümmere mich morgen als allererstes darum, versprochen. Und wenn ich es mache? Sind Sie ja nicht müde? Doch, aber was wir haben, das haben wir. Gut, von mir aus. Frau Tarasch, vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Sie hatten recht. Der Prospekt ist so viel besser. Danke. Es sollte aber eine Ausnahme bleiben, dass wir uns hier die Nacht um die Ohren schlagen, oder? Versprochen, ein Ehrenwort. Ach, ich bin auch schon müder, als ich dachte. Bis morgen. Oh, bis morgen. Konnte ich sie bloß mit Helen vergleichen? Kein Wunder bei dem, was du erlebt hast. Aber für so eine Nummer ist Tamia viel zu stolz, zu aufrichtig. Und das hätte mir in dem Moment klar sein müssen. Ja, aber das mit Helen war doch auch in deiner Wohnung. Und als Tamia dann so halbnackt vor dir stand... Ja, da habe ich einfach plötzlich Helen vor mir gesehen. Wir sind für einen Moment die Nerven durchgegangen. Trotzdem, zu entschuldigen ist es nicht. Nein, aber es ist nachvollziehbar. Würdest du mir das verzeihen, wenn du an Samias Stelle wärst? Ich würde mich wahrscheinlich schrecklich fühlen. Und vielleicht würde ich dich sogar hassen. Siehste? Aber wenn ich wüsste, warum du so reagiert hast, dann wäre ich erleichtert und könnte dich verstehen.
Du musst unbedingt noch mal mit Samia reden und ihr von Helen erzählen. Na, ohne den Gruber hätte ich das schon längst getan. Naja, er sorgt sich eben um seine Tochter. Aber probier's einfach noch mal. Oder soll ich mit ihr reden? Du? Ja. Du hast schon so viel für mich getan. Ich bin froh, wenn ich auch mal was zurückgeben kann. Das ist lieb gemeint, aber in den sauren Apfel muss ich wohl selber beißen. Guten Abend, Herr Sauerfeld. Da habe ich ihr Glück, dass Sie noch auf sind. Darf ich? Ja, ich bin schneller durchgekommen als erwartet. Und ich glaube, es ist auch ganz gut geworden. Wenn Sie einmal drüber schauen wollen. Ist es dafür nicht ein bisschen spät? Nur ein Blick, dann sind Sie mich sofort wieder los. Also Ihr Engagement ehren, aber ich bin müde, Frau Marquardt. Ich bin auch müde. Ich habe noch nicht mal zu Abend gegessen. Aber der Drucktermin ist für morgen früh. Und falls Sie irgendwelche Änderungswünsche haben, dann müsste ich die jetzt wissen, um sie einzuarbeiten. Sie haben nicht mit meiner neuen Version so schnell gerechnet, hä? Die Nachtschicht ist dann nur eine Revanche, weil ich mir erlaubt habe, Kritik an Ihrer Version zu üben. Hm? Nein, Frau Marquardt, wie kommen Sie darauf? Dann geben Sie mir die Chance, bis morgen früh alles fertigzustellen. Also gut. Geben Sie her. Hildegard, die sind ja fast alle schwarz. Woher soll ich denn da wissen, welche zusammengehören? Du wirst diese schwierige Aufgabe schon bewältigen. Ach du, ich bin froh, dass Robert wieder da ist. Wenn der erst mal einsatzbereit ist, dann mache ich 3 Kreuze. Ja, du hast das wirklich schwer gehabt, als er im Krankenhaus war. Aber du hast unseren Chefkoch bravourös vertreten. Tja, es ist ja nicht nur die Küche. Ich habe ja auch noch den Gemeinderat am Hals. Und Herrn Pachmeier. Ja, wer hätte gedacht, dass sich unser Bürgermeister noch mal so liebesnarrisch aufführt. Ach, weißt du, ich gönne dem trotzdem noch mal die richtige. Ja, schon, aber ob das durchs Briefeschreiben klappt? Warum denn nicht? Na, das kann ja sein. Anscheinend fliegen Amors Pfeile im Moment ja ziemlich tief. Wieso? Ja, die Tanja hat's auch erwischt. Also, zumindest hat sie die feste Absicht, sich zu verlieben. Ja? Sag mal. Guck mal ein Stück. In wen denn? Keine Ahnung. Aber sie bemüht sich nur noch um eine vornehme Wortwahl und will sich nur noch ganz seriös anziehen. Die Tanja, das passt doch gar nicht zu dir. Ja, und ein seriöser Mann passt einfach nicht zu unserem Wirbelwind. Du, wenn der Augen im Kopf hat, dann sieht er auch ihre Vorzüge. Und dann kann das auch klappen. Ach was. Du, dann hat sie endlich einen Vater für ihr Kind und eine kleine Familie. Ach, Heiratsinstitut. Benimmregeln. Unser Eins hat's doch auch ohne so einen Schnickschnack geschafft, oder? Alfons, ich hab dir schon so oft gesagt, wir beide haben Glück gehabt. Ja, schaut tatsächlich so aus. Ich stell mir vor, wenn ich die Marie alleine ohne dich hätte großziehen müssen. Schrecklich. Ja gut, dann drücken wir halt sowohl der Tanja als auch dem Pachmeier die Daumen. Manchmal muss man dem Glück auch ein bisschen nachhelfen. Hildegard, ich hab's dir lange nicht gesagt. Was denn? Wie froh ich bin, dass ich dich erwischt habe. Was soll ich sagen, Frau Marquardt? Ich bin beeindruckt. Sogar sehr. Wirklich? Also, wie Sie das in der Kürze der Zeit geschafft haben und noch dazu allein? Kompliment. Danke. Also, bis auf ein paar Flüchtigkeitsfehler habe ich nichts dran auszusetzen. Ja, das werde ich jetzt gleich noch korrigieren. Ja, ich habe es angekreuzt. Gut,
Dann kann das morgen so in den Druck gehen. Ich habe gespürt, dass da noch mehr herauszuholen ist. Bei dem Projekt. Ich hätte das nicht sagen sollen. Was? Ja, dass die Nachtschicht nichts als eine Retourkutsche war für meine Kritik. Verzeihen Sie mir? Ich denke, das haben wir geklärt. Ich würde es trotzdem gerne wieder gut machen. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser vom Markt weg. Gute Nacht. Danke für Ihre exzellente Arbeit. Gern geschehen. Aufstehen, du Langschläfer. Frühstück. Was? Frühstück? Frühstück? Ich dachte, du bist mein Frühstück. Ach, nein. Der Tee wird kalt. Komm. Ja, dann machen wir eben einen neuen. Das hättest du wohl gern. Komm. Robert? Ich habe nur ein paar Rezepte aufgeschrieben. Wenn ich sie schon nicht kochen kann, dann muss ich sie wenigstens aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Untersteh dich! Meine Jungs in der Küche könnten sie doch kochen. Und ich stehe daneben und rühre keinen Finger. Versprochen. Ich gebe nur ein paar Anweisungen. Gut, wenn du willst, dann kommst du eben mit in die Küche. Ja, und worauf du dich verlassen kannst. Heißt das, ich kann jetzt keinen Schritt mehr alleine machen? Nein. Und du wirst immer bei mir sein? Ja, immer. Ah, super. Danach habe ich mich schon immer gesehnt. Wir beide, nie wieder getrennt. Ah, Frau Tarasch, Moment bitte. Guten Morgen, Herr Seifeld. Guten Morgen. Der neue Entwurf für den Winterbrustwerk kann so in Druck gehen. Ah, Sie haben ihn schon gesehen? Mhm. Dann hat es sich ja doch gelohnt, dass Frau Markbart ihn gestern Abend noch ausgedruckt hat. Es freut mich, dass er Ihnen gefällt. Wir haben uns auch ganz schön viel Mühe gegeben. Ja, in der Tat. Ich muss schon zugeben, die Idee war sehr gut. Nur mit dem Layout-Programm hatte sie so ihre Probleme. Ja, verstehe. Aber wir haben uns sehr gut ergänzt. Freut mich zu hören. War's das? Ah ja, doch, das war's. Danke. Bis später. Na, die traut sich was. Ich bin jetzt gestern noch zur Agentur und hab den Brief in den Postkasten geworfen. Jetzt hoffe ich, dass er heute den Brief auch kriegt. Was hast du mir jetzt geschrieben? Was tuschelten ihr beide da? Sag jetzt. Ja, ich hab's so gelassen. Oh, Tanja! Ja, Entschuldigung, muss doch davon überzeugt werden, dass er mich unbedingt kennenlernen muss. Das geht nicht ohne einen. Ich möchte jetzt endlich euer Geheimnis wissen. Du bist aber neugierig. Ach, komm, jetzt sag schon, worum geht's denn? Komm, Sache. Wir sagten, dass mich das nicht interessiert. Ach, seit wann interessierst du dich für Stars und Schminke? Oh, schon lange. Oh. Grüß Gott. Sie schon wieder. Arbeiten Sie eigentlich noch oder machen Sie nur noch blau, ne? Alois, komm, mach dir nichts draus. Weißt du, das ist bei den Mädels so. Ja, wenn Sie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, nichts für ungut, Herr Bürgermeister. Von wegen falscher Fuß? Die sind andere Umstände, die sind doch ein Blinder. Sag mal, was ist mit dem los? Das ist sonst so ein Kriegskram. Einen verantwortungsvollen Posten in einem renommierten Haus. Geld hat's einer.
Von wegen Geld oder Liebe. Geld und Liebe. Super. Wenn du Wein bestellst, möchte ich das wissen und nicht über die Auftragsbestätigung erfahren. Jetzt hör endlich auf, hier den Chef zu markieren. Sonst bist du schneller draußen, als du bis 3 zählen kannst. Ah, Vorsicht, mein Lieber. Ein Wort zu deinem Onkel und du hast ein Problem. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ah, Sie suche ich, Frau Marquardt. Na los, jetzt sag's ihm schon. Halt die Klappe. Um was geht's denn? Du entschuldigst uns einen Moment. Bitte. Ich würde Sie gern zum Lunch bitten. In meine Wohnung. Können Sie das einrichten? Natürlich. Gern. Sehr gern. Gut, sagen wir in einer Stunde. Wann immer Sie wollen. Ich erwarte Sie. Und? Wo bleibt denn jetzt der Rüffel von meinem Onkel? Oder warst du zu feige dazu, mich anzuschwärzen? Dich anschwärzen? Ich bin doch nicht verrückt. Die Familie muss zusammenhalten. Und seit wann gehörst du zur Familie? Noch nicht, aber bald habe ich deinen Onkel soweit. Und davon kannst du ja mit deiner kleinen Tarasch nur träumen. Samia, können wir bitte reden? Lass mich bitte in Ruhe. Nicht, bevor ich das geklärt habe. Da gibt's nichts zu klären. Oh doch, eine Menge. Ich bitte dich aufrichtig um Entschuldigung. Ich habe so überreagiert, weil es in meinem Leben eine Frau gab, die... Interessiert mich nicht. Sie hieß Helen und hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Was auch immer diese Frau mit dir gemacht hat, dass du mir zutraust, ich würde alles machen, nur um dich ins Bett zu kriegen, ist das Letzte. Aber deswegen möchte ich dir ja erklären, wie es dazu kam. Du bist nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Dass ich mich so sehr in dir getäuscht habe, tut sehr weh. Aber wenigstens hast du mir die Augen geöffnet. Bin ich zu früh? Der Lunch kommt jeden Moment. Darf ich Sie derweil mit einem kleinen Aperitif trösten? Ja, gerne. Da, der Nachteil eines Hotels, die Gäste haben immer Vorrang, oder? So ist es. Champagner? Es muss doch nicht sein. Für Ihren Einsatz heute Nacht. Nochmals vielen Dank. Auf Ihr Wohl, Frau Marquardt. Fiona. Ich heiße Fiona. Danke, Fiona. Gern geschehen, Werner. So ein gewiefter und kluger Geschäftsmann wie Sie. Ich dachte mir, dass Sie eine Lösung finden. Was die Trennung zwischen Beruf und Privatleben angeht. Allerdings. Ich habe da aber noch ein paar Fragen. Nur zu? Den Park kenne ich doch in- und auswendig. Keine Widerrede. Du brauchst frische Luft. Du hast einfach nur Angst, dass ich mich sonst wieder hinter den Herd stelle. Nein, habe ich nicht. Das mache ich nämlich. Und ich mache alles, was du willst, sobald du draußen warst. Alles? Alles. Oh, entschuldige. Hallo? Oui, oui, c'est moi. Oui? Robert, das ist schön, dass wir Sie wieder haben. Herzlich willkommen zu Hause. Und ist alles in Ordnung mit Ihnen? Und Sie wissen ja, Unkraut vergeht nicht. Und selbst? Ja, genauso. Hildegard hat sich an der Küchenfront wacker gehalten, oder? Allerdings ja. Aber sie ist auch sehr froh, wenn Sie wieder an Bord sind. Dafür hat sie wirklich einen Orden verdient. Wem sagen Sie das? Robert? Was ist? Das war Paris. Ja, ich weiß. Und? Was ist los? Ich entschuldige mich. Miriam, was gibt's? Sie wollen, dass ich komme. Nach Paris? Ja. Wann?
Sofort. Wie lang? Ich soll mir eine Wohnung suchen. Sie würden also alles tun für den Fürstenhof? Selbstverständlich. Ich liebe dieses wunderschöne Hotel. Das freut mich zu hören. Mit anderen Worten, wenn Sie Fürstenhof sagen, meinen Sie das auch? Ja, sicher. Wieso? Sie meinen nicht mich, den Chef von Gans. Also wirklich. Ich fühle mich natürlich zu Ihnen hingezogen, Werner, aber deshalb hat die Arbeit hier für mich immer noch Priorität. Sicher? Wollen Sie mich beleidigen? Nicht doch. Aber dann dürfen Sie mir eine Bitte nicht abschlagen. Wie könnte ich das? Gut. Ich möchte, dass Sie das Hotelgewerbe von der Pike auf lernen. Darum arbeiten Sie ab sofort als Zimmermädchen. Sie wollen es jetzt persönlich mit der Karte? Ja, natürlich. Und zwar gleich morgen. Ich werde einen Tisch bestellen hier bei uns im Restaurant. Dann haben Sie gleich den festlichen Rahmen. Morgen. Ja, und die Tante von der Partnervermittlung hat nicht gesagt, um was für einen Typ es sich handelt? Nee, sie durfte ja nicht. Der Herr hat absolute Diskretion verlangt. Wir haben S, M und L. Und das scheint mir ein S zu sein. Vielleicht nehmen Sie doch lieber M, sonst kneift das beim Putzen. Was ist los? Nichts. Gar nichts. Gibt es Neuigkeiten aus Paris? Das auf der Wiese im Heu, das war ein Riesenfehler. Ach so, ein Fehler, ja.